Texas, der Cowboy-Staat in den USA, ist berühmt für seine Rinder, Barbecue, übergroße Steaks und Tex-Mex-Gerichte. Hier sollen wir die weltbeste Lasagne finden? Kaum zu glauben, aber ja. Und zwar in Frisco, einem Vorort von Dallas. Hier wohnt John Chandler. Er macht angeblich die beste Lasagne der Welt. Hey, good morning. Hi, John. Good morning. Guten Tag. How are you? Good to see you. Nice to meet you. Bevor wir das Geheimnis seiner Lasagne lüften, wollen wir erst mal wissen, wie wurde aus dem waschechten Südstaaten-Ami eigentlich der Lasagnenkönig? That's how it all started. The Washington Post. Angefangen hat alles mit einem Artikel der Washington Post 2013, der Ursprung des ganzen Wahnsinns. Dabei habe ich das Rezept 2001 nur aus Spaß gepostet. Und jetzt sind es 72 Millionen Klicks weltweit. John zeigt uns seine Hall of Fame, seine Videosammlung. Denn für seine Lasagne ist John im ganzen Land bekannt. In unzähligen US-Shows wie Good Morning America ist er Stammgast. Und die Amerikaner sind verrückt nach seinem Rezept. Überall, wo John auftritt, muss er die weltbeste Lasagne nachkochen. Um herauszufinden, ob die es wirklich mit einer echten italienischen Lasagne vom Profi aufnehmen kann, macht Galileo-Reporter Martin Dunkelmann später den Test. Er fordert mit Johns Rezept Antonino De Nami heraus. Zurück zu John und seiner Lasagne. Bei der Zutatenliste fällt auf, Salsiccia und Ricotta heben sich von den üblichen Lasagne-Rezepten ab. Der Rest ist gleich. Zwiebeln, Tomatensauce, Gewürze, Nudeln, Käse. John schwört auf die italienische Bratwurst Salsiccia in der süßen Variante. Eine der Schlüsselzutaten ist die Süße. Der Zucker balanciert die Säure aus, die von den Tomaten kommt. Aha, die süße Wurst gibt der Lasagne also den gewissen Kick. Aber sonst kocht John kaum mit Zucker. Und backen mag er überhaupt nicht. Eigentlich kaum zu glauben. Nicht böse gemeint. Du siehst schon aus wie einer, der Süßigkeiten mag. Das kommt nicht vom Süßen. Es ist das Fleisch, die Proteine. Oder, sag's nicht weiter, es ist die Portionsgröße. Die Zutaten sind alle aus dem Supermarkt. Noch sind wir skeptisch. Das soll die beste Lasagne der Welt werden? John hat sie jedenfalls berühmt gemacht. Mein Ziel war nie, Johnny Lasagne oder der Lasagnenkönig zu sein. Ich wollte einfach nur ein gutes Rezept teilen. Und schau, was passiert ist. Jetzt ist sogar Galileo zu Besuch. Was also ist das Geheimnis seiner Lasagne? John verrät uns, dass er auch bei der Tomatensauce einen speziellen Kniff für den ganz besonderen Geschmack hat. Er verwendet Zucker gegen die Säure, Basilikum und, als Besonderheit, Fenchel. Das unterscheidet Johns Rezept von den meisten anderen. Eine Freundin hat ihn auf die Idee gebracht, sein Rezept ins Internet zu stellen. Schnell war Johns Lasagne eines der beliebtesten Rezepte im Netz. Doch erst dieser Zeitungsartikel von vor 3 Jahren hat den Hype um seine Lasagne so richtig ins Rollen gebracht. Plötzlich war Johns Lasagne-Rezept das weltweit am häufigsten geklickte. Und jetzt ist er der Lasagnenkönig. Die Geschichte kommt einfach gut an. Ein ganz normaler Typ, der das Rezept seiner Mutter ein bisschen gepimpt hat und damit berühmt geworden ist. Nur bin nicht ich das Genie, sondern meine Mutter. Leider ist sie vor 12 Jahren gestorben und hat den ganzen Hype nicht miterlebt. John hat die Bezeichnung weltbeste Lasagne sogar beim US-Patentamt schützen lassen. Jetzt hat er es offiziell bestätigt. John macht die beste Lasagne der Welt. Das will er auch zu Geld machen. Eine Tiefkühlvariante seiner Lasagne soll demnächst in den Supermarkt kommen. Für die Füllung zwischen den Nudeln gibt's bei John noch eine Besonderheit. Er vermischt Ricotta mit Ei. Das macht die Lasagne stabil und sie zerfällt nicht beim Aufschneiden. Doch etwas fehlt. Machst du keine Bechamel-Soße für die Lasagne? Bechamel? Ist das vielleicht das Geheimnis, warum die Lasagne so toll schmecken soll? Weil sie eine andere Soße hat als die bekannte aus Milch, Butter und Mehl? Der Rest zumindest ist wieder so, wie wir es kennen. Tomatensauce, Nudeln, nur eben Ricotta statt Bechamel und Käse. Das Ganze in 3 Schichten. Obendrauf nochmal Käse und fertig ist Johns Lasagne. Alufolie drauf, damit der Käse nicht verbrennt und für 25 Minuten in den Ofen. Wie schmeckt Johns Rezept im Vergleich zum Original aus Italien?
Das finden wir mit Antonino De Nami, einem der besten italienischen Köche Deutschlands, heraus. Salsiccia ein bisschen ungewöhnlich, Ricotta auch. Und die andere Sache, vielleicht geht schon, das ist mehr oder weniger so ein bisschen italienisch klingt. Aber als Italiener mache ich die beste Lasagne, das sage ich dir. Anders als John verwendet Antonino viele frische Zutaten. Zusätzlich gibt der Italiener noch Eier, Erbsen und Schinken in die Lasagne. Um anschließend gut vergleichen zu können, macht unser Reporter Martin Dunkelmann die Lasagne genau nach Johns Rezept. Salsiccia in den Topf, Tomatensauce und die italienischen Gewürze inklusive Fenchel. Antoninos Tomatensauce ist da schon raffinierter. Bei ihm kommen Karotten, Sellerie und Lorbeerblätter dazu. Zum Ablöschen ein bisschen kann man auch einen Weißwein, aber wir tun ein bisschen Rotwein, weil das ist auch dunkles Fleisch dabei und passt. Zurück zu John und seiner Lasagne. Jetzt kommt die Alufolie runter. Nochmal 25 Minuten bei 190 Grad in den Ofen, damit der Käse schön braun wird. Und dann ist sie fertig. Die angeblich beste Lasagne der Welt. Tada! Die Nachbarn lieben es, wenn es frische Lasagne vom Lasagne-König gibt. Für sie ist es eindeutig die beste der Welt. Die ist wirklich gut. Klar kannst du sagen, das ist nicht echt italienisch, aber das ist die beste Lasagne, die ich je hatte. Und was sagt unser Redakteur zu Johns Lasagne? Ja. Also eben, die süße Wurst, man schmeckt sie raus. Vor allem der Fenchel, der gibt den ganzen so einen richtigen Kick. Das ist was völlig Neues für mich. Finde ich super, ja. Aber besteht die Lasagne auch den direkten Vergleich mit einer italienischen? Reporter Martin kümmert sich um den Bechamel-Ersatz. Aber du würdest jetzt sagen, eine richtige italienische muss Bechamel ran, ja? Muss? Ja. Ja. Das gehört sich dazu. Und ist natürlich aufwendiger. Antonino erhitzt die Milch, gibt Muskat dazu und dann kommt der schwierige Part. Das Mehl in der Butter anschwitzen, ohne dass sie anbrennt. Ricotta und Ei vermischen ist da schon leichter. Nächster Schritt. Die Nudeln. Antonino macht seine selbst. Martin nimmt, wie John, einfach Fertignudeln aus dem Supermarkt. So blass. Wahnsinn. Richtig amerikanische Rezept. Jetzt warten wir ab. Perfekt. Das wird die weltbeste Lasagne der Welt. Ja, wert. Ganz ehrlich, Antoninos Nudeln sehen schon appetitlicher aus als Martins. Aber egal, die verschwinden eh gleich unter der Tomatensauce. Außerdem geht es hier nicht um Optik, sondern um Geschmack. Und da setzt Antonino auf Schinken, Eier und Erbsen. So wie es in seiner Heimat Kalabrien im Süden Italiens üblich ist. Und wie er es von seiner Mama gelernt hat. Jetzt kommen die amerikanische und die italienische Lasagne für 50 Minuten ins Backrohr. Links die Lasagne nach Johns Rezept, rechts die echte italienische. Beide sehen gut aus, aber wie ist der Geschmack? Martin testet zuerst die angeblich weltbeste Lasagne. Also, die kann was. Und wie findet unser italienischer Profikoch Antonino die Lasagne aus den USA? Die Salsiccia merkt man schon raus. Ja, ne? Die Bratwurst. Ja, diese Bratwurst, das merkt man schon. Schon gut, ne? Gut, ne? Ja. Siehst du, muss er zugeben. Aber hat die weltbeste Lasagne aus den USA auch eine Chance gegen eine echte italienische? Gib mal noch mal. Welche ist jetzt besser? Was würdest du sagen? Meine sowieso. Ja? Ja, definitiv. Aus Prinzip? Nein, nicht als Prinzip. Schaust du wie die Leichtigkeit von Lasagne. Ja? Schmecken beide sehr gut. Ja, schmeckt gut. Weg, sagt er. Wir starten die Blindverkostung. Was sagen die Passanten? Man merkt, es ist frischer. Der erste Punkt geht an die Lasagne aus Italien. Aber die ist mir irgendwie so ein bisschen pikanter und würziger. Ein Punkt für die beste Lasagne der Welt. Die besser, weil da mehr für mich frische Zutaten drin sind.
Bei unserem Test gewinnt die italienische Variante. Doch lecker sind beide. Die amerikanische ist deftig und macht schneller satt. Wer es leichter und raffinierter mag, greift besser zur italienischen Variante.